Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Eraton, und heute mit Teil 3 von Ich verbessere mein Equipment. Mein PC, Leute, ist leider immer noch nicht da, aber wenn ich ein bisschen Glück habe, kommt er vielleicht schon am Samstag oder dann spätestens am Dienstag wegen den Feiertagen, natürlich bei meinem Glück, ja. Aber ansonsten habe ich mir in der Zwischenzeit auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen bestellt für meinen PC und für meine neue Kamera, und das Ganze packen wir jetzt einfach mal zusammen aus, schauen uns das Ganze wie immer an, und ich würde sagen, wir sehen uns direkt nach dem Intro wieder. What? So Leute, ich würde sagen, wir fangen an, und zwar, wie erwähnt, habe ich mir ein paar Teile für meine Kamera gekauft und auch für meinen PC, und wir schauen jetzt einfach mal, was ich so alles habe. Das erste Teil kann ich euch direkt mal zeigen, das hängt auch schon an der Kamera dran, und zwar ist das hier einmal ein Mikrofon, und zwar das Videomikrofon Rode für die Kamera, die ich benutze. Denn bei dem letzten Video, wo ich mit der Kamera aufgenommen habe, hat mir die Qualität wirklich nicht so gefallen. Und da habe ich gemerkt, selbst meine Handykamera, ja, von der Qualität her, als ich das dann am PC mal so ein paar Tests gemacht habe und mir angehört habe, habe ich einfach gemerkt, dass selbst mein Handy besser klingt als diese Kamera. Aber diese Kamera gar nicht mal so schlecht klingt. Aber mit dem Teil hier möchte ich einfach, dass die Stimme noch mal ein bisschen besser rauskommt. Und ich hoffe, das funktioniert auch. Deswegen, das hängt schon dran. Also ihr hört mich schon über dieses Mikrofon. Und ich hoffe einfach, dass das Ganze schon mal etwas besser klingt. So, dann als zweites habe ich mir noch ein Mikrofon von Rode gekauft. Und zwar ist es dieses Smart Love Plus, ja, das ist das hier, das seht ihr hier auch in der anderen Kameraperspektive, und das ist quasi so ein Ansteckmikrofon, wie wir hier auch sehen, dass ich mir quasi einfach hier dran klemmen kann und mit dem dann auch aufnehmen könnte. Allerdings, Leute, habe ich gemerkt, das Ganze heißt nicht umsonst Smart Love, denn das ist für Smartphone gedacht, und ich wollte das Ganze eigentlich direkt an die Kamera hängen, aber leider ist das jetzt erstmal nicht möglich. Ich könnte es mir ans Smartphone hängen, dann quasi ein Programm runterladen, eine App runterladen, mit der ich dann aufnehmen kann. Dann nehme ich quasi über dieses Mikrofon auf, und das Ganze wird im Handy gespeichert und kann dann quasi die Tonspur nehmen und unter das Video legen, ja, und dann habe ich quasi die Qualität von dem hier. Aber da mir das ein bisschen umständlich ist und ich natürlich mein Equipment zwar verbessern möchte, aber mir das Leben nicht schwerer machen möchte, habe ich mir jetzt einen Adapter bestellt, der sollte jetzt die Tage auch kommen, und dann kann ich das Ganze auf jeden Fall an die Kamera anstecken, und dann sollte das auf jeden Fall besser funktionieren, Leute. Ich packe das jetzt mal ganz kurz aus, Leute, dass ihr auch sehen könnt, was das Ganze genau ist, wie das aussieht. Die Verpackung ist schon extrem demoliert, das ist mir schon vorhin beim Auspacken aufgefallen. Ich werde mir auf jeden Fall das Ding genauer angucken, ob das irgendwie nicht gebraucht aussieht oder so. Ansonsten schicke ich das zurück und bestelle mir ein neues. So, auf jeden Fall haben wir hier eine kleine Tasche. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schick, Leute, dass das Ganze hier in so einem kleinen Täschchen kommt. Denn dann kann ich das Ganze natürlich auch in meine Tasche reinpacken, in eine große Tasche reinpacken, und dann ist das Ganze geschützt, oder einfach in die Jackentasche oder sonst irgendwas. So, wir haben hier auf jeden Fall einmal den Clip, den wir uns dann quasi anstecken. Den befreie ich mal hier ganz kurz aus der Tüte. So, das ist das hier, ja. Und diesen Clip kann ich dann quasi einfach hier an meinen Kragen oder an meine Jacke oder wie auch immer einfach dran klippen, und dann kann ich das Mikrofon dran stecken, und dann ist das Ganze auf jeden Fall schon mal ready to use, und dann kann ich das auf jeden Fall benutzen, Leute. Aber wir zeigen euch natürlich, beziehungsweise ich zeige euch natürlich jetzt auch nochmal das Mikrofon. Das Ganze kommt in so einem kleinen Kabel. Das Kabel ist auf jeden Fall nicht lang genug, und da werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal einen Adapter kaufen müssen. Aber es reicht auf jeden Fall für Smartphones aus, dass man sich das hier durchführen kann in die Hosentasche. Dafür reicht es auf jeden Fall. Und klingen tut das auch nicht schlecht. Ich habe das Ganze jetzt zwar mal ausprobiert mit dem Handy, habe das einfach mal ans Handy gesteckt, habe dann ein Video mit dem Handy gedreht, so geht es natürlich auch, so könnt ihr das Ganze testen. Und dann habe ich natürlich Kopfhörer an mein Handy angeschlossen und mir das Ganze dann angehört. Und es hört sich echt gar nicht so schlecht an, aber dazu kommen wir dann irgendwann mal, wenn ich das Teil hier dran stecken habe, werdet ihr das merken, und dann könnt ihr mal einfach mal selber hören, wie sich die Tonqualität da anhört. So, das lege ich jetzt mal zur Seite, da gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Teil. Und zwar ist es hier ein Mikrofonarm, den ich bestellt habe. Das zeige ich jetzt hier auch nochmal in die Kamera. Das ist hier so ein Mikrofonarm. Den tue ich mir dann an meinen Tisch klemmen, und da kommt dann später das Mikrofon dran. Das packe ich jetzt auch nicht aus, weil das ist ein bisschen uninteressant, finde ich. So, ansonsten habe ich natürlich noch hier das Mikrofon. Das Mikrofon habe ich mir von Auna bestellt. Eine Auna, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, und ich weiß auch wirklich gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat, Leute. Ich habe mir so viele Sachen bestellt, ich habe einfach den Überblick verloren, was
die ganzen Sachen gekostet haben. Aber ich glaube, es war nicht so teuer. Ich glaube, 70 Euro oder 60 oder vielleicht 80, irgendwie so um die Dreh. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ihr werdet auf jeden Fall alles nochmal finden können. Und dann könnt ihr auch nochmal die Preise durchgehen. Auf jeden Fall ist das Coole, dass das Ganze hier auch in so einer Tasche kommt. Und dann nochmal verpackt. Und hier ist das Mikrofon drin, Leute. So sieht das Ganze aus. Also ich finde das Design echt richtig, richtig gut, Leute. Das ist vor allem auch hier so aus schwarzem Aluminium und fühlt sich richtig hochwertig an, Leute. Also das ist echt kein schlechtes Mikrofon. Es wiegt auch was. Und ich habe mir natürlich auch vorher schon ein paar Tests auf YouTube angeguckt und habe natürlich auch schon mal so die Stimmenvergleiche mir angehört und fand das Mikrofon auf jeden Fall nicht schlecht für den Preis. Und ich würde sagen, für jeden Anfänger, der noch nie mit sowas gearbeitet hat, ist das Teil auf jeden Fall sein Geld wert, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe es zwar selber noch nicht getestet, aber ich habe mir schon Testvideos auf YouTube angeguckt und ich werde auf jeden Fall auch selber damit dann streamen und werde auf jeden Fall das Ganze dann auch nochmal vorstellen und damit reden. Und auf jeden Fall bis dahin müsst ihr euch gedulden. So, dann haben wir hier noch eine Spinne. Das ist natürlich dafür da, dass wir hier das Mikrofon reinmachen und falls es mal wackelt, dass das Ganze so ein bisschen abgefedert wird und so. Und das fängt quasi die Stoßgeräusche und sowas auf, ja. Auf jeden Fall auch cool, dass es dabei ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es hierzu eigentlich auch erstmal nicht mehr viel zu sagen. Ich packe das Ganze natürlich jetzt hier erstmal wieder weg. Und dann gehen wir mal zu den wichtigeren Sachen. Und zwar, Leute, zu der Maus, mit der ich zocken werde. Und zwar ist das hier von Logitech die G502 ProToys Spectrum, die ich auf jeden Fall auch im ersten Teil von Ich verbessere mein Equipment gezeigt hatte. Und hatte ja schon gesagt, dass mir die mein Kollege Olaf Bibelix vorgestellt hat, der auch einen YouTube-Kanal hat, Leute. Auf jeden Fall da auch wieder mal vorbeischauen und auf jeden Fall mal ein Abo dalassen. Ansonsten hat er mir noch eine Tastatur empfohlen, aber die habe ich mir jetzt noch nicht bestellt, da ich jetzt von vielen Leuten gehört habe, dass ich mir doch eine mechanische Tastatur kaufen soll und dass die andere, die er mir empfohlen hat, beziehungsweise die er einfach selber benutzt und die er auf jeden Fall sehr gut findet und er ist auf jeden Fall auch sehr zufrieden damit. Aber das hat mich jetzt so ein bisschen zum Überlegen gebracht, ob ich mir wirklich vielleicht so eine mechanische Tastatur holen soll. Aber da fahre ich erstmal zum Mediamarkt und bestelle mir das nicht aus dem Internet und teste das Ganze dann vor Ort oder bei einem Saturn. Mal gucken, je nachdem, wo mein Weg hinschlägt. Aber das ist auf jeden Fall die Maus und die packen wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Ich zeige die euch mal. Die ist nämlich richtig, richtig cool, Leute. Dazu entfernen wir hier erstmal die Lasche. So. Und ziehen das Ganze aus. Also ich warte wirklich nur noch auf meinen PC, Leute. Das wäre so cool, wenn er endlich mal kommt, dass ich hier alles anschließen kann und austesten kann. Auf jeden Fall ist hier die Maus richtig schön verpackt. Und wir ziehen das Ganze hier mal raus. Ich muss erstmal hier klarkommen. So, das Ganze ist hier nochmal mit so einem Klettverschluss. So, Leute, und wie wir auf jeden Fall schon mal gut erkennen können, ich packe das Ganze mal hier so ein bisschen weg, wie wir auf jeden Fall gut erkennen können, Leute, ist auf jeden Fall das Kabel hier schon schön ummantelt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass das Kabel nicht so schnell kaputt geht. Und ansonsten sehen wir natürlich dieses außergewöhnliche Design von dieser Tastatur. Und die hat natürlich RGB-Beleuchtung und zwar genau 16,8 Millionen Farben, Leute. Also kann ich mir das Ganze so schön einstellen, wie dann mein PC leuchten wird und die Tastatur dann auch dementsprechend einstellen. Das ist schon mal mega cool, Leute. Und was ich auf jeden Fall auch noch richtig gefeiert habe, ist, dass Logitech hier Gewichte mitschickt und die sehen dann so aus, die wiegen alle 3,6 Gramm, die kann man sich dann rausholen und das Coole ist, ihr habt hier so einen Magnetverschluss, genau, das Ganze, ihr hört es, Moment, so, das klickt hier rein, das ist einfach wirklich nur hier die zwei Füßchen, die ihr quasi hier reinsteckt und dann hält der Magnet das Ganze wieder fest und das Ding sitzt wirklich bombenfest, Leute. Also ihr könnt da machen, was ihr wollt. Da fällt nichts ab. Das ist richtig fest auf jeden Fall. Und dann können wir hier unsere Gewichte positionieren. Ihr könnt euch das natürlich aussuchen, ob ihr eher weiter hinten zum Beispiel nur ein bisschen schwerer haben wollt oder weiter vorne oder wirklich komplett gleich oder halt auch gar nicht. Das ist dann euch überlassen. Aber ich glaube, ich werde die mir ein bisschen schwerer einstellen, denn ich mag eine Maus, die ein bisschen schwerer ist, die dann schön stabil und solide in der Hand liegt. Und ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Und ich mache das jetzt erstmal, ich packe hier mal so ein Gewicht aus. Und dann könnten wir das quasi hier, Moment, wir könnten das seitlich reinlegen. Dann können wir das natürlich auch so reinlegen. Je nachdem, wie wir unseren Platz ausnutzen möchten. Wir können das so reinlegen, dann da noch eins und oben noch eins. Das zeige ich jetzt mal. So. So.
und noch eins. Und dann hätten wir quasi noch einen Platz frei. Könnten wir das Ganze auch noch hier dran stecken. Das mache ich jetzt auch mal. Ich mache mal alle Gewichte dran, Leute, damit das Ganze mal richtig schwer ist. Und dann teste ich das Ganze mal aus. Und ich merke schon, dass die erste Hürde ist da. Denn wir müssen das Ganze ein bisschen besser reinstecken. Ansonsten geht das hier nicht mehr zu. Super Sache. So, aber jetzt ist es zu. Und ich muss sagen, die Maus fühlt sich auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Ich werde vielleicht ein bisschen Gewicht rausnehmen, aber ansonsten ist das Ganze schon mal ganz cool. Und auf jeden Fall gefällt mir das Ganze auch, wie bei dem Nacon-Controller zum Beispiel, wo man sich ja natürlich auch aussuchen konnte, ob man dem Ganzen Gewichte einsetzt oder keine Gewichte einsetzt. Und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, Leute. Da habt ihr halt viele Möglichkeiten und das gefällt mir so sehr. Auf jeden Fall schiebe ich das Ganze hier auch mal wieder kurz zur Seite. Haben wir hier natürlich noch unser Mausrad. Und was ich am Mausrad hier auch sehr gut finde, ist, ihr habt hier eine Taste. Wenn ich die reindrücke, ihr hört es, Leute, und ihr seht es auch, dann kann ich diesen Rad einfach durchdrehen lassen. Und ihr seht auch, dass das Ding dreht und dreht und dreht und gar nicht mehr aufhört. So, dann kann ich hier auf jeden Fall wieder reindrücken, dann stoppt das Ganze und hier habt ihr wieder dieses Raster, diesen Rastermodus einfach drin. Ansonsten haben wir hier noch weitere Knöpfe, die muss ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn ich die Tastatur angeschlossen habe. Hier einmal, da noch eine, hier noch eine und hier noch zwei und hier oben noch welche. Ich glaube, das ist für die Beleuchtung. Und beziehungsweise für den Modus von der Beleuchtung, das kann man nämlich einmal pulsieren lassen. Dann kann man das Ganze nochmal einfach durchgehen lassen, also in verschiedenen Farben, dass es durchläuft. Und dann natürlich nochmal in einer Farbe unserer Wahl. So Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich hoffe auch im Allgemeinen gefällt euch die Serie, die ich hier mache mit Ich verbessere mein Equipment. Und falls ja, dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da und zeigt mir einfach, dass das Ganze euch interessiert. Ansonsten höre ich einfach damit auf. Aber ich glaube, ihr seid echt schon cool drauf, weil ich merke das in den ganzen Videos. Ihr seid ordentlich am Liken, ihr seid ordentlich am Kommentieren. Und das finde ich richtig cool, Leute. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal alles vorgestellt. Den Arm und das Mikrofon werde ich erst dann vorstellen, wenn dann auch der PC da ist. Und es wird dieses Mal wirklich, das nächste Video geht um meinen PC, der dann da ist. Und ihr wisst, Leute, ich habe es im ersten Video gezeigt, dieser PC ist einfach der Wahnsinn. Und dieser NASA-PC wird einfach alles zerstören, meiner Meinung nach, ja. Und dann werde ich das Ganze hier schön einrichten in meiner Ecke, werde auf jeden Fall alles zeigen, unboxen, alles und die Maus auf jeden Fall auch noch. Und ihr werdet auf jeden Fall ordentlich was zu sehen bekommen. Und ich hoffe, bis dahin bleibt ihr auf jeden Fall dran. Abonniert auf jeden Fall auch fleißig, falls ihr noch kein Abonnent seid. Euer Ratun. Peace.